Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Botschafterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, 80 Jahre Überfall der deutschen Wehrmacht auf Griechenland ist ganz bestimmt ein Anlass, um als Deutscher Bundestag innezuhalten und sich voll Scham und in tiefer Demut zu verneigen vor den Opfern und ihren Angehörigen und der gesamten griechischen Bevölkerung. Es ist unvorstellbar, wie Wehrmacht, SS und Gestapo ab 1941 in Griechenland gewütet haben und mit welcher gnadenlosen Besatzungsherrschaft die Menschen unterdrückt, gequält, ausgebeutet, deportiert und ermordet wurden. Wir dürfen nie vergessen, welche Gräueltaten dort und nicht nur dort im Namen des deutschen Volkes verübt worden sind. Und wir dürfen nie damit aufhören, uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen und für sie Verantwortung zu übernehmen. Und in diesem Zusammenhang möchte auch ich sagen, dass ich die Art und Weise, wie die Kollegen der AfD heute versucht haben, dieses ernste Thema für ihre nationalistischen und populistischen Ideen zu benutzen und zu instrumentalisieren, ist wirklich nur noch abstoßend und beschämend. Ich meine aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir tun schon was und wir stellen uns unserer Verantwortung auch in Griechenland. Staatsminister Michael Roth hat beschrieben, wie die erinnerungspolitische Zusammenarbeit mit Griechenland gestaltet wird und welche wichtigen und nachhaltigen Projekte dafür stehen. Deutsch-Griechischer Zukunftsfonds, Deutsch-Griechisches Jugendwerk, Holocaust-Museum in Thessaloniki sind ein Teil davon. Und natürlich muss diese Arbeit fortgesetzt werden. Auch ich möchte heute von dieser Stelle aus allen Männern und Frauen und vor allen Dingen auch allen jungen Leuten von ganzem Herzen danken, die daran mitarbeiten. Denn sie sind es, die Menschen zusammenbringen. Sie sind es, die es möglich machen, Vorurteile abzubauen und Vertrauen aufzubauen. Und es ist ihre wichtige und wertvolle Arbeit, die es uns möglich macht, ein friedliches Miteinander in Europa zu gestalten und dauerhaft zu sichern. Gleichwohl, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Bündnis 90 Die Grünen, ist auch richtig, was in Ihrem Antrag steht. Im kollektiven Gedächtnis der Deutschen sind die deutschen Verbrechen in Griechenland ebenso wenig verankert wie das Wissen um die nationalsozialistische Besatzungsherrschaft und den Vernichtungskrieg im Osten und Südosten Europas insgesamt. Auch das wissen wir und auch hier haben wir gehandelt. Im Oktober des vergangenen Jahres sind wir übrigens gemeinsam mit allen demokratischen Fraktionen in diesem Haus dieses Thema angegangen und haben einen echten Meilenstein für die Erinnerungskultur in unserem Land beschlossen, mit der Errichtung einer Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte zur deutschen Besatzungsherrschaft des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa und damit natürlich auch explizit, es steht sogar wirklich drin, in Griechenland. Damit vermitteln wir historische Zusammenhänge, klären auf über das geschehene Leid und bieten Raum, uns, aber auch den Nationen, den Opfern und ihren Angehörigen für Gedenken und Erinnern. Das ist genau das, meine ich, was Sie fordern in Ihrem Antrag, jedenfalls in dem erinnerungspolitischen Bereich. Und es ist der richtige Weg, der Alltag der Menschen unter deutscher Besatzung, ihre Sichtweise und ihre Selbstbehauptung, aber auch generationenübergreifende Traumata der Nachkriegsgesellschaften und insbesondere die Millionen Opfer zwischen Pyrenäen und Kaukasus, Nordkap und Kreta, sollen in dieser Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte breiten Raum einnehmen. Ja, und was die Forderung nach Reparationszahlungen betrifft und Entschädigungsleistungen, sind wir, was die Beurteilung der Rechtslage betrifft, unterschiedlicher Meinung. Das sollte uns aber nicht daran hindern, miteinander im Gespräch zu bleiben und einander zuzuhören. In diesem Sinne hoffe ich, dass die heutige Debatte die deutsch-griechische Freundschaft vertiefen möge und dass der eingeschlagene Weg auch so fortgesetzt wird. Vielen Dank. Danke sehr. Die letzte Rednerin in der Debatte wird Elisabeth Motschmann sofort sein.